Haben da die Geräusche? Oh mein Gott! Das ist ja super. Die Mausdruiden, das ist ja super cool. Nein! Das machen die! Oh! Hallo, hier ist wieder Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars Minecraft. Und ich wurde ganz oft gefragt, zeig mal ein bisschen die Skins, die es so gibt hier. Und die schauen wir mal ganz kurz mal ein bisschen durch. Hier gibt es die Mandalorianer, ne, die ganzen allgemeinen, die Mandalorianer-Sachen, Quill. Hier gibt es auch noch die coolen Baby Yoda auf dem Rücken von IG-11, richtig cool. Grief Karga, sag ich schon. Natürlich den Gideon gibt's hier, ne. Ganz, ganz viele Figuren. Aber natürlich auch so Sachen wie den guten Luke Skywalker. In allen möglichen Varianten. C-3PO, Obi-Wan, Darth Vader gibt's hier natürlich. Den guten Boba, sogar mit Jetpack hinten. Den kleineren Meister Yoda. Also wirklich, wirklich viele, viele coole verschiedene Skins. Sogar Nien Nam gibt's, ey. Coole Sache. Und ich würde sagen, heute laufen wir mal als Darth Vader durch die Gegend. Denn wir waren natürlich hier auch stehen geblieben im Todesstern, Leute. Wir haben hier mit dem Millennium Falcon den Sprung durch die Lichtmauer gemacht. Und nun sind wir hier. Jetzt muss ich hier nur rausfinden. Wo geht's hier raus? Hier. Okay. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Was ich auch gewünscht wurde, war, dass ich doch mal ein bisschen den Creative-Modus reinmache und so ein bisschen durch die Gegend fliege, damit ich mir auch mal das Ganze vielleicht ein bisschen schneller und natürlich auch von anderen Perspektiven aus anschauen kann. Das können wir natürlich gerne machen, dass wir mal so ein bisschen durch die Gegend fliegen, mehr oder weniger, dass wir so ein bisschen schneller sind. Das Türen, kann man die öffnen? Nee, anscheinend nicht. Sieht aber, das sind diese Blast-Doors, die dann immer wieder geschlossen werden. Hier war dann der Kampf zwischen... Hey. Hier war dann der Kampf zwischen Obi-Wan und dem guten Darth Vader. Hier ist ganz viel Kram drin. Was ist das? Das ist ein Ofen, okay. Na, ansonsten, hier in dem Bereich gibt es, glaube ich, nichts mehr großartig. Ah, hier gibt es einen Fahrstuhl, oder? Soll wahrscheinlich einen Fahrstuhl darstellen. Geht das? Oh ja. Oh ja, das geht. Ah, und jetzt sind wir im Kontrollraum. Hier sind natürlich unsere Helden dann gewesen, ne, und haben sich besprochen und so, dass sie die Prinzessin retten wollen. Ja, ja, da kann man auch runtergucken. Hier waren sie dann. Hier haben sich doch dann auch irgendwo C-3PO hier wahrscheinlich, ne? Ja, da ist er ja sogar, der R2-D2. Da haben die sich doch kurzzeitig eingesperrt. Cool, dass man sowas eingebaut hat. Sehr, sehr schön. Coole Sache. Hier ist, wie gesagt, auch, ne, der Blick auf den Falken, wo die dann immer runtergeguckt haben. Und hier sind die dann so lang gegangen und wollten den Traktorstrahl natürlich auch ausmachen. Beziehungsweise der Obi-Wan. Oh, hier gibt es noch mehr Fahrstühle. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen komplizierter, glaube ich. So, gucken wir mal ganz kurz, was hier wäre. Hier kann man nur in den Abgrund stürzen. Aha, hier oben auch nochmal so eine kleine Brücke. Die sind natürlich alle nicht für den Creative-Modus hier gemacht, dass man da hinfliegen soll. Man soll das natürlich eigentlich als Adventure-Map spielen. Wir gehen mal in den Fahrstuhl nach oben. Aha, hier haben wir schon die Traktorstrahlstelle, wo dann Obi-Wan sich hier hinterschleicht. Haben da die Geräusche? Oh mein Gott, das ist ja super. Das ist ja super. Das ist ja super cool. Ah, hier haben wir noch eine weitere Schallplatte. Okay, und den Weg nach unten gibt es hier wieder. Ah ja, und hier war dann der Kampf wahrscheinlich, ne? Hier war dann der Kampf, da sind sie dann geflohen quasi. Hier war der Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader. Die Blast-Türen haben sich geschlossen. Und dann sind sie abgehauen. Dem schmatzen wir erstmal einen vor. Oh, die gibt's hier sogar auch. Guck mal. Aber der fährt hier oben drauf rum. Warte mal. Die Mausdruiden. Das ist ja super cool. Das ist ja super cool. Die gibt's hier auch. Das ist ja super geil. Okay, wir haben hier auch noch an der Stelle noch ein paar andere Fahrstühle. Wir sind ja eben nach oben gefahren. Jetzt fahren wir mal hier nach oben. Und gucken mal, wo wir jetzt hier hingelangen. Ah, die Rebellenbasis ist bald in Reichweite. Das ist ja der Kontrollraum, wo sie dann immer stehen. Wo dann Tarkin wahrscheinlich auch neben der Prinzessin stand. Oh, und hier wird der Laser abgeschossen. Oh, das ist ja geil. Das ist ja super, super cool, ey. Hier sieht man, wie der Schuss gebündelt wird. Nice, das ist richtig cool. Okay, was gibt's hier noch? Noch ein paar mehr Kontrollräume. Aber die scheinen erstmal nichts zu machen. Ah, hier haben wir den Besprechungsraum. Siehst du mal, hier haben wir den Besprechungsraum, wo sie sich dann immer an den Tisch setzen, die guten Imperialen. Haben hier natürlich auch ganz viel Essen mit dabei.
Also das sieht echt cool aus, ganz ehrlich, Mann. Das erkennt man den Todesstern sofort wieder. Und hier haben sie natürlich dann auch Alderaan gesprengt, ne, wo dann Tarkin hier neben der Prinzessin stand und dann gesagt hat, das jagen wir in die Luft, das olle Alderaan. So, ab nach unten. Jetzt können wir noch in den Fahrstuhl hier. Und der müsste ja eigentlich irgendwie zum Gefangenen. Ja, genau. Zum Gefangenenbereich führen. Habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Der führt hier zum Zellenblock. Die Stelle kennen wir natürlich auch, ne? Wo das dann auffliegt mit dem Chewie. Und dann wollen sie hier die Prinzessin befreien. Die muss ja hier eigentlich auch irgendwo dann... Das ist der Müllschacht, glaube ich. Gibt es hier auch die Zelle? Ah, die Zelle gibt es anscheinend leider nicht. Ja, wohl doch, warte mal. Das hier ist die Zelle dann, oder? Ja, das ist die Zelle. Oh, das ist ja super cool, ey. Die gute Pilzsuppe hat die Leia immer getrunken. Das ist ja super cool. Hier haben wir die Zelle einmal. Und dann haben sie hier natürlich, ne, so pam, pam, pam gekämpft. Und ab in den Müllschacht. Ich sagte, ab in den Müllschacht. Ach, mein Gott, da hab ich mir... Huch. Nein. Das machen die... Oh. Das haben die sogar eingebaut. Das ist ja mehr als cool. Das haben die sogar eingebaut, dass es immer enger wird. Das ist ja der Shit. Guck mal, jetzt wird's resettet gerade wieder. Dann haben wir nochmal die Dianoga. Aber das ist ja super cool, dass die eingebaut haben, dass es eng, dass es hier immer enger wird und dass man zerquetscht wird dann im Endeffekt. Das ist ja auch mehr als cool, ey. Okay, wieder zurück. Wo sind wir denn jetzt? Ach, das ist nochmal die Stelle hier, wo man, wo Leia mit Luke sich da so rüberseilt, ne? Da oben war doch gerade was. Ah, die Stormtrooper, die von hier oben runterschießen. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Dann machen sie hier das Ding kaputt eigentlich, ne? So, dann springen sie hier natürlich so rüber. Zack. Ganz cool, ganz gelassen. Jetzt haben wir gerade mal den Game Mode wieder ausgestellt. Deswegen muss ich gerade mal sprinten. Und schon... Kommen sie zurück zum Falken und können dann natürlich fliehen. Hier sieht man dann auch nochmal, wie da hinten dann so Darth Vader gegen Luke kämpft. Cool, ey. Richtig cool gemacht. Die Todesstern-Map hat mir richtig gut gefallen. War ein bisschen kleiner als Tatooine. Wir können aber trotzdem mal ganz kurz, warte mal. Wir können natürlich trotzdem mal ganz kurz so ein bisschen außen rum fliegen noch. Oh, was ist denn hier? Oh, guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Hier können wir sogar noch mal ein bisschen außen rum gucken, wie der Todesstern denn aussieht. Das sieht doch geil aus, Leute. Das sieht doch richtig, richtig cool aus. Den zweiten Todesstern gibt es natürlich auch noch. Deswegen nicht wundern. Hier haben wir auch nochmal Darth Vader's Shuttle mit den beiden TIE Fightern. Eine Luke gibt es da nicht. Das machen wir so. Warte mal. So quasi. Na gut, ich stehe noch ein bisschen zu weit oben. So quasi irgendwie in seinem Shuttle drin. Ich muss jetzt hier ein bisschen was kaputt schlagen, aber hey. Die X-Wings fliegen ja auch durch die Gegend. Also wirklich, wirklich cool gemacht, ey. So, Tatooine haben wir abgehakt. Todesstern haben wir abgehakt. Jetzt wäre ja eigentlich Yavin dran und ich würde sagen, da fliegen wir auch hin, oder? Auf geht's! Cool, cool, cool. Okay, ich guck mal raus. So. Da sind wir auch schon. Der Wald von Yavin. Coole X-Wings sind hier am Start. Natürlich hier ganz viel Kram, den man looten könnte. Oh, das R2-D2 sogar im X-Wing. Warte mal. Oh mein Gott! Das ist ja nicht wahr. Ah, da wechseln wir ganz kurz den Skin. So, da sind wir wieder. Können wir auch schießen? Nee, ne? Ah, nein, das war die falsche Taste. Oh mein Gott, nein, mein X-Wing. Nein. So, warte. So, nochmal hoch. Das ist ja super cool. Können wir nochmal von vorne gucken? Einen Moment. Richtig cool. Damit können wir auch überall hinfliegen, oder? Können jetzt theoretisch auch nochmal zum Todesstern hinfliegen. Oder uns hier die anderen X-Wings angucken. Also, das ist super gemacht, ey. Ganz ehrlich, das ist so cool. Hier sehen wir auch schon den großen Tempel von Yavin. Noch kleinere Tempel von Yavin. Der Millennium Falcon. Dann ist noch ein Y-Wing. Oh, wir landen mal ganz kurz. Wir können ja sowieso durch die Gegend fliegen.
Ah, oh, der Y-Wing, ey, der sieht auch cool aus. Der sieht auch absolut cool aus. Sogar hier mit seinem Antrieb hinten, das ist echt nice. Rein kommt man da wahrscheinlich normalerweise wieder nicht. Das heißt, wir machen hier mal was kaputt. Ne, das bringt leider nichts. Okay. Da kann man nichts mehr Cooles machen. Aber der sieht ja auch cool aus. Übrigens super cool, was ich auch finde, ist, dass diese kleinen Türme hier da sind, wo man den einen Typen drinne sieht, der dann immer da so einsam die Schiffe scannt, die so vorbeifliegen mit seinem coolen Gerät. Das ist doch auch cool gemacht, ey. Und ansonsten hier natürlich ganz viel irgendwelche Fracht und Sachen, die sind hier gerade in so einer Umbruchstimmung auch. So, dann würde ich sagen, ab in den Tempel. Und gucken wir uns den mal an. Das sieht auch schick aus hier. Überall die X-Wing, sogar mit offenem Dings hier, mit offenem Cockpit. Oh, hier haben wir auch nochmal einen Y-Wing. Ja, sind überall die Flieger natürlich, richtig cool. Aber wo ist denn hier dieser Besprechungsraum? Den muss es doch auch noch geben. Den muss es doch safe auch noch geben mit diesen grünen Bildschirmtafeln und so. Der muss hier doch irgendwo noch sein. Es kann ja wohl nicht sein, dass der fehlt sonst, ey. Ah, hier haben wir was. Das ist der Fahrstuhl nach unten. Hallo? Oh, hier haben wir noch mehr. Hier haben wir auch nochmal die größeren Transportschiffe. Das ist echt so cool gemacht, Mann. Also ich bleib dabei, das ist total detailverliebt. Richtig, richtig schön. Richtig schöne designte Schiffe. Richtig schöne designte kleine Welt. Ah, da haben wir nochmal einen Gong-Druiden. Hallo, Gong-Druide. Okay, fahren wir nochmal nach oben und gucken uns da nochmal um. Da muss doch jetzt aber der Besprechungsraum. Oh, es gibt sogar mehrere Etagen noch. Aber hier muss doch irgendwo auch der Besprechungsraum sein. Ja, hier sind sie doch. Hier sind sie doch, die Besprechungsräume. Hier war doch dann die gute Leia auch. Oh, das ist... Oh, hier sogar mit der Karte. Damit, das soll Yavin dann hier darstellen, also die Sonne. Und dann hier einmal die Rebellenbasis und der Todesstern. Die sind gleich in Schussreichweite und so. Ah, das ist so cool gemacht, Mann. Das sieht alles so detailverliebt aus. Das ist so toll. Na, ansonsten haben wir hier noch so ein paar Baracken irgendwie, wo die schlafen können. Okay. Die hat man natürlich im Film so gar nicht gesehen. Aber macht natürlich Sinn, dass sie hier auch irgendwelche Schlafplätze haben. Hier haben wir so eine kleine... Oh, guck mal hier, das Rebellenlogo. Fett an der Wand. Hier haben wir so eine kleine Kantina. Kann man sich Essen rausholen. Das ist ja auch super cool gemacht. Das ist so cool gemacht. Okay, dann haben wir hier alles. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ist jetzt noch eine Etage höher, weil es geht noch eine höher. Ja. Was ist hier? Ach, hier kommt man wahrscheinlich in den Ausblick oder sowas. Nein! Ach, das ist die Stelle, wo man, wo die Medaillen bekommen haben. Das kam mir nie in den Kopf, dass das hier oben drinne sein soll, um ehrlich zu sein. Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, ist natürlich irgendwo nachvollziehbar, dass das hier oben drinne sein könnte. Aber habe ich nie dran gedacht. Hier stehen natürlich dann die ganzen Rebellen, ne, und hier vorne stehen dann die guten Boys und kriegen ihre Medaillen. Geil. Was ist hier in der Truhe? Ah, nochmal eine Schallplatte, okay. Ah, hier haben wir es auch. Goldklumpen. Goldklumpen und Faden, ne? Das sollen natürlich die Medaillen darstellen. Ach, das ist so cool, ey. Gucken wir nochmal, ob es was oben drüber noch gibt. Wahrscheinlich aber eigentlich eher nicht. Nee. Ganz hier oben ist da nichts mehr. Aber wir können hier nochmal von hier oben natürlich nochmal einmal runter gucken. Wir sehen hier auch schon andere Welten. Was das da wohl sein könnte? Solus oder Nevarro oder so? Ich weiß es nicht genau. Hier nochmal der Blick auf die Rebellenbasis in Yavin. Richtig, richtig schön. Gucken wir da mal ganz kurz zu einem anderen Tempel, der hier hinten ist. Die sind wahrscheinlich nur Deko, aber ich will trotzdem mal reingucken. Also man kann zumindest reingehen. Vielleicht gibt es hier noch Loot oder sowas. Hier sind sogar irgendwelche Fallen drin. Was ist denn das? Diamantene Pferderüstung. Das ist was für den Speeder, okay. Knochen, ja gut, hier gibt es nur Loot drin. Ansonsten sind hier irgendwelche Fallen, die auf einen schießen automatisch. Okay, ansonsten gibt es hier nichts Tolles drin. Aber das ist auch wieder eine richtig, richtig schöne, detaillierte Welt. Jetzt gucken wir mal, was es noch für Reiseziele gibt. Ja, und jetzt müsste es eigentlich hier weitergehen mit Hoth. Und ich würde sagen, da fliegen wir hin, aber das schauen wir uns erst beim nächsten Mal dann an. Wie sieht es auf Hoth aus? Was können wir da entdecken?
Aber erstmal muss es laden. Ah ja, jetzt. Oh, wir sind schon in der Echo-Basis. Oh, da sind Tauntauns. Oh, da gibt es viele Sachen, worauf man sich freuen kann. Cool. Leute, ich würde sagen, das war's mit der kleinen Folge. Wir haben jetzt Episode 4 abgehakt. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Episode 5. Schauen wir uns da auch nochmal ordentlich um und gucken uns nochmal alle Sachen an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.